Ich glaube, wir haben ja noch halt ganz. Aber ich glaube, darum geht es ja auch nicht. Nee, ich würde gerne als Zweiter oder Dritter. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um mal was anderes zu machen, um zu signalisieren, dass es noch ziemlich viele Menschen hier gibt und auch Menschen, die Motorradfahrer, mit denen man es vielleicht gar nicht so assoziieren würde, die tatsächlich sehr stark bereit sind und sich für den Frieden einsetzen wollen. Wir fahren heute mal eine andere Art einer Motorradtour. Wir fahren eine Friedenstaube. Man kann das dann auch gut erkennen. Wir sind gegen Krieg, sagen Stop Wars. Wir sind für Frieden und ganz egal, welcher Krieg, um welchen Krieg es geht. Wir sagen, das ist, es darf nicht sein. Es bringt unmessliches Leid mit sich. Es wird dadurch alles nur noch schlimmer. Man muss miteinander reden, man muss miteinander verhandeln. Es gibt niemanden, mit dem man nicht verhandeln kann und andere Lösungen kann es nicht geben. Und wir wollen hier im Kleinen heute mit unserer Friedenstaube, unserer Friedenstauben-Motorradtour, die wir hier im Münchner Umland fahren, ja, diese Botschaft in die Welt tragen und denken, es ist eine Idee, die vielleicht auch von anderen Orts aufgegriffen werden könnte. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, wenn das klappt. Und heute genießen wir erstmal das Zusammensein, die Sonne, eine schöne Ausfahrt und dass wir hier zusammen uns für den Frieden einsetzen. Sind Sie nicht für Krieg, stattdessen für Frieden? Ich meine, ist ja langweilig. Ja, zurzeit ist der Krieg eher opportun, ja, das ist im Zeitgeist. Alle bereiten sich darauf vor. Die Amerikaner wollen uns wohl irgendwie an die Front bringen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass man einen Krieg führen. Und wenn es erstmal so weit ist, werden die Leute schon aufwachen, aber bis dahin ist das Kriegsgeschrei groß. Und warum habe ich hier einen Helm von Darth Vader mit einer stilisierten Friedenstaube? Weil Darth Vader ja auch das ultimative Böse war, aber am Schluss hat sich herausgestellt, dass er doch einen guten Kern hatte. Ja. Und der ganze Krieg und die ganze Streiterei vorher eigentlich umsonst war. Ja, wir haben uns verabredet heute. Wir sind ja großenteils friedensaktiv und das aus gutem Grund. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Politik zurzeit nur noch versagt. Die zwingen junge Menschen dazu, sich gegenseitig umzubringen, anstatt dass sie miteinander verhandeln und friedliche Lösungen finden. Und dagegen ist es ganz wichtig, dass wir was unternehmen und auch sichtbar werden. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen Entspannung von der ganzen Friedensaktivität finden und deswegen machen wir eine Motorradtour. Der Frieden fährt mit und das sieht man, glaube ich, auch an unserer Kleidung. Eine Friedensmotorradtour, um Leute mal darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden doch das Wichtigste ist, nicht was die Medien oder die Politiker so erzählen. Waffen schaffen keinen Frieden, wir müssen davon wegkommen, wir müssen für Frieden sorgen und das Ganze ohne Waffen und darauf wollen wir auch heute aufmerksam machen. Käsekuchen. Ameisenscheiße. Rudolf Ende hat das Interview gemacht mit dir. Ja. Da gibt's aber auch, du hattest das gefilmt, oder? Ja. Ja. Und ich habe das jetzt vor kurzem tatsächlich bei uns auch auf diese Plattform gestellt ja. und noch ein bisschen ja. textlich etwas zusammengefasst. Also von genau, daher. Und, weniger ist mehr, sage ich ja. mal. Ja, ja. Es muss ja die Information rüberkommen und ja, nicht nur ja, irgendwie ja, lange. Du hast jetzt ja auch diese Melone mitgebracht. Ja, das ist